Gucken wir uns nochmal das neue Video von Iratsch an. Kann der Typ das nicht merken? Hey. Hörst du gerade Musik? Ja. Darf ich fragen, was du für ein Lied hast? Rosey. Wie bitte? Darf ich das einmal hören? Digga. Digga. Das ist gut, ja. Bisschen lauter? Lauter! Ja. Geht das noch lauter? Nein. Kannst du den Bass irgendwie noch ein bisschen stärker machen? Nein. Okay. Das ist echt gut. Ist das von dir? Das ist jetzt rausgekommen. Hast du das produziert? Nein. Das ist Holsey. Bist du diese Holsey? Nicht. Okay, nein, ich kann das ja nicht. Der ist ja süß. Ist der, darf man den mal streicheln oder ja, greift er an? Nee, er tut nichts. Richtigen Feini, Digga. Oh. Mir war es so klar, dass er ihn streichelt. Springt nur, aber das. Ah, okay. Was ist das für eine Rasse? Ich kenne mich ein bisschen mit Hunden aus. Das ist schon ein Hundesohn, oder? Ein Bouffier? Ja, genau. Ah! Ja, oh. Lass das. Versuchen wir das zu bringen. Wir sind gerade im Training. Ah, okay, dann will ich nicht weiter stören. Alles gut, danke. Ist aber schon jetzt ein richtiger Hundesohn oder ist das ein Mischling? Richtige. Ja, okay. Dann. Ich dachte, du bist vielleicht DJ oder so. Ich mag Musik. Ich will später was mit Musik machen. Ja, definitiv. Aber was möchtest du mit Musik machen? Soll ich was singen? Soll ich was produzieren? Aber mehr in die Hip-Hop-Area. Kannst du rappen? Den Hundesohn-Spruch habe ich nicht so gefühlt. Ich mag alles eigentlich, was Iratsch macht, aber das habe ich nicht so gefühlt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann singen. Okay, let's go. Nee. Du musst einsteigen. I know. Aber ich werde es nicht auf Kommando machen. Oh, hör mal! Hallo, guten Tag. Wollen Sie auch rein? Ja. Darf ich mich kurz vorstellen? Just? Ach so, nee. Weg. Bitte? Das ist der von YouTube. Ja, Klassiker. Mit der Worten, na hör mal. Hey Jungs, was gibt's heute? Was für ein Schreibling? iPhone 14. Das hab ich gar nicht gecheckt. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Iratsch und du? Jaboline. Jaboline? Jaboline. Jaboline? Ja. Das hört sich gut an. Digga, wenn du dir überlegst, wie diese Konversation angefangen hat, dass Iratsch ihn in die Schulter geguckt hat wie ein Idiot, dann er den Song gehört hat und jetzt den Smalltalk machen, Bruder, da merkt man, was das für ein herzensguter Mensch ist, so vom Ding her, ne? Wie so eine, wie eine Fluggesellschaft ein bisschen. Steigen Sie ein bei Air Berlin. Verzeihung, mein Kleiner, dürfte ich hier noch sitzen? Ja, klar. Super, danke. Kann ich dir eine lustige Story erzählen? Gerne. Habt ihr kurz Zeit oder seid ihr gerade irgendwie auf dem Sprung? Wir haben Zeit. Weil bei mir ist es so, ich war Fußmodel. Aber das ging halt nur eine Zeit lang, weil irgendwann ist leider was Doofes passiert. Da bin ich im Türrahmen hing ich fest mit meinem Fuß. Ich bin mal in so einer doofen Schießerei geraten. Da hat man mir quasi durch den großen Zeh geschossen. Also war ein glatter Durchschuss, die Kugel ist durchgegangen. Ich habe dann auf meinen Zeh geguckt und mein Zehennagel, der war quasi halb ab. Der hatte verschiedene Farben, lila, blau, rot. Da habe ich halt bei mir an der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich habe mir halt den Fuß richtig eingehauen und der ist jetzt ein bisschen entstellt, ist das ein Problem oder so. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst halt nicht mehr für uns arbeiten, weil dein Fuß war alles, was wir brauchten. Verstehst du? Aber ich bin natürlich berufsunfähigkeitsversichert gewesen. Und jetzt deswegen kriege ich jetzt quasi trotzdem regelmäßig mein Geld gezahlt. Wer von euch das getroffen hat, so eine App, die Kunden ein Angebot schenkt. Du hast auch so. Gerade 105. Ja. Und ich bin da. Dir. Daumen geben, dann kann. Schönen Tag noch, ja, ciao.
Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, okay? Auch so. Danke, ja. Danke, ciao. Tigger. Tigger, so. Kurze Frage. Entschuldigung, kurze Frage. Kurze Frage, ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Ich suche, hier ist ja dieses Zentro. Ich suche da drin Galeria Kaufhof. Normalerweise, wenn du durch die Oase gehst, auf der linken Seite. Genau, genau durchgehen und dann da ist eine Rolltreppe noch nach oben und dann links. Also ist nicht weit. Eigentlich gerade durch die Fressmeile, hoch und links. Achso, ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Aber hier ist ja dieses Zentrum und ich suche dieses Galerie Kaufhof. Ja. Da rein, Treppe hoch, links. Okay, also wenn ich da reingehe, dann die Rolltreppe. Rolltreppe hoch, links. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier, aber wenn ich da reingehe. Jo. Die Richtung? Die Ro- Doch. Die gönnen sich aber auch, Digga. Schön Bierchen und er hat Jägermeister in der Hand. Die Rolltreppe links. Genau. Wo muss ich noch hin? Galeria Kaufhof. Galeria Kaufhof, genau. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Ja. Also ich will zum Galeria Kaufhof. Ich muss dann die Rolltreppe rechts, ich muss den Aufzug links nehmen. Ja. Und dann, ich komme nicht von hier. Nee, alles gut, habe ich verstanden. Aber und dann nehme ich die Galerie. Ich würde mich immer mal fragen, was die Leute so denken. Denken die, er ist ein geistig verwehrter, hat eine Behinderung? Oder denken die einfach, dem Hauch gleich aufs Maul? Kaufhof zur Rolltreppe hoch. Und wenn ich dann an einem Aufzug bin, frage ich, wo ich die Rolltreppe. Nee. Genau. Galerie Kaufhof muss ich. Ja, genau. Also. Ich muss dazu sagen, ich komme nicht von hier. Ich nehme die Rolltreppe auf der linken Seite diagonal vom Aufzug und gehe dann rauf zum Zentro. Im Zentro finde ich. Was würdest du denken? Ich glaube, ich würde irgendwann versuchen, dem Gespräch aus dem Weg zu gehen, indem ich einfach sage, komm, ich zeig's dir kurz, wenn jetzt um die Ecke ist. Würde ich ihn mäßig an die Hand nehmen und sagen, komm, halt jalla. Ich komme nicht von hier. Ich komm nicht drauf. Ich komm. Also, wie gesagt, geh am besten da zum Eingang und dann fragst du da nochmal. Okay. Dann bist du schon mal ein Stück näher dran. Aber wir müssen jetzt auch weiter. Ja, der Eingang. Ja, das war jetzt sein Call. Wir müssen weiter. Sie müssen nicht weiter, aber es war jetzt sein Call, freundlich zu sagen, Digi, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und das ist auch vollkommen okay. Alles Gute, ne? Okay, danke. Ich muss zum Aufzug. Link. Aufzug oder Rolltreppe? Am Eingang. Eingang. Soll ich ehrlich sein? Ich habe dich hier nicht einfach so ausgewählt. Ehrlich gesagt, ich kannte das Lied schon längst, was ich da gehört habe. Ich wollte deinen Musikgeschmack wissen, weil ich bin Talentsucher. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Auge dafür, wenn Leute Potenzial haben. Ich kann es natürlich noch nicht wissen. Ich brauche dafür noch ein paar Sachen, ein paar Hinweise, ein paar weitere Cues. So, und deswegen habe ich dich erstmal gesehen und wollte einfach nur mal gucken. Deswegen, ich würde jetzt vorschlagen, ich mache das sogenannte Beatbox, aber es geht mir mehr darum, deinen Gesang mal zu hören. Bist du dabei, Erbolino? Ich kann es versuchen. I don't need you. I love to pray for you, but you don't love me so. I don't need you. I'm just gone. I don't need to run. Remix und jetzt was anderes. Jetzt rappen. Der arme Digga. Danke. Okay, es war gut. Ich würde dich sein. Mein Manager ruft dich nächsten Monat an. Sigrid, mein Manager heißt Sigrid. Er ruft dich an. Verzeihung, mein teuerster. Wäre es okay, wenn ich mich dazu squatter irgendwie? Ja, ich weiß ja, wer du bist. Ah, dann noch nicht. Ich find's übel nice. Ja, mach ich. Jo, danke. Gerne.
Ey, du bist ein Killer, ja. Danke, Digga. Wir filmen da hinten mit versteckter Kamera. Wir machen spontane Comedy. Ich spreche einfach immer Leute an und guck so, suche nach lustigen Situationen, die entstehen. Und ich fand die Situation jetzt richtig cool mit dir auf jeden Fall. Ist das okay? Klar. Perfekt. Irrat. Genau. Ja, kennst du mich auch? Nein. Okay, gut. Wir filmen deine Nudeln mit der Kamera, ich mache einfach nur Spaß. Wir haben einen Comedy-Kanal auf YouTube. Super, danke dir. Danke euch, ciao. Aber wofür steht ihr? Lies mal die Kommentare von ihr schon im Video. Kann ich nicht an, sind das nämlich echt. Luke Popovich. Hast du die Kamera schon gesehen? Ja, es war alles nur Spaß, du musst mir das Geld leider zurückgeben. Okay. Nein, das ist dein Geld natürlich. Wir drehen einfach, wir wollen ein paar positive Reaktionen sammeln. Das ist dein Geld, ich will nicht zurück. Echt? Ja, ist auf jeden Fall echt. Ja, hab ich sehr gerne gemacht, wirklich. Was ist mit den Kommentaren? Ist doch gar nicht so wieder. Kiesgauer, was meinst du? Oder willst du wieder verarschen, Juan? Egal, hat sich erledigt. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Wieder ein Motten? Ja, besser wär's, Digga.